Ja, Freunde, ich habe heute was Besonderes für euch und zwar habe ich hier das Super Nintendo Classic Minisystem liegen. Morgen ist der offizielle Verkaufsstart, der 29. September. Überall ist das Ding schon ausverkauft. Ich konnte trotzdem heute mir ein Modell sichern. Das packen wir jetzt zusammen aus, schließen es an, probieren das aus und schauen, was das Ding so kann. Viel Spaß! Ja, hier haben wir die Box auch schon liegen. Vielleicht kennt ihr das Ganze auch schon von der NES Classic Mini. Unboxing dazu habe ich in der Beschreibung verlinkt. Das war schon eine andere Konsole, die Nintendo nochmal neu aufgelegt hat als Mini-Version. Das ist eben jetzt hier das Super Nintendo in einer kleineren Form mit 16-Bit-Spielen drauf. Wie ihr sehen könnt, sind auch 21 Spiele installiert. Da sind wirklich ziemlich coole Klassiker mit dabei. Super Mario World, Super Mario World 2, Super Mario Kart das erste, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Donkey Kong ist da drauf, Final Fantasy 3, Street Fighter 2 Turbo. Wirklich sehr, sehr coole Spiele. Ich habe damals schon, als ich ein kleines Kind war, mit der Super Nintendo gespielt. Das war auch meine erste Konsole damals, deswegen wollte ich jetzt unbedingt hier das Minisystem haben. Wie bereits erwähnt, am 29. September ist der offizielle Marktstart. Auf Amazon und auf sämtlichen anderen Seiten ist es schon seit Monaten ausverkauft, das Ding. Trotzdem konnte ich mir ein oder auch mehrere Modelle sichern. Der Preis bei dem, was ich jetzt gezahlt habe, sind 90 Euro. Offiziell auf der Mediamarktseite ist das mit 100 Euro gelistet und auf Amazon kann ich nicht nachgucken, was der Preis ist. Ich gehe davon aus, dass der Preis wie beim NES Classic natürlich in die Höhe steigen wird, denn das Ding ist limitiert, das gibt es nur in seltenen Stücken. Aber jetzt brabbel ich mal nicht weiter. Wir gucken uns jetzt mal die Verpackung an und packen das Ding mal aus. Hier auf der Vorderseite sehen wir auch schon das Spielsystem, das Super Nintendo und hier zwei Controller. Ja, wir haben bei dieser Konsole zwei Controller dabei, heißt man kann wirklich super zu zweit spielen. Was auch wieder auf der Verpackung steht, kein Netzteil enthalten. Es ist nur ein Ladekabel dabei, also ein USB-Kabel, allerdings kein Netzteil, das müsst ihr entweder nachkaufen oder ihr nehmt einfach das Netzteil von eurem Handy, das sollte auch funktionieren. Hier seht ihr auch nochmal 21 Spiele installiert. Das Ganze ist ab 12 freigegeben. Wir sehen, das Ganze läuft über HDMI. Das Kabel ist auch dabei. Auf der Rückseite nochmal die ganzen Spiele, die da installiert sind. Das sind aber nicht alle. Und dann sehen wir das Ganze nochmal hier in der Version. Ich finde wirklich super, dass wir die Classic Mini von der Super Nintendo in der originalen Version hier so bekommen. In den USA und in anderen Teilen der Welt wird das Ganze als einer komplett anderen Version verkauft, die ich persönlich richtig hässlich finde. Und ich bin wirklich froh, dass wir hier dieses schöne Modell bekommen, was auch wirklich dem Original 1 zu 1 nachempfunden ist. Ja, wir machen das Ganze hier auf der Rückseite auf. Dort können wir den Tab aufmachen und können dann hier den Einschub rausziehen. Und haben dann hier auch schon den Hauptteil liegen. Dort haben wir einmal ein Operations Manual, also eine Bedienungsanleitung, wo auch nochmal ein paar Informationen drin stehen, wie man das Ganze benutzt. Das sollte man aber wissen, denn das Ganze ist ziemlich, ziemlich einfach. Dann haben wir hier auch schon das System liegen. Alter, und ich muss echt sagen, das Ding ist echt lustig winzig. Ich weiß noch, wie riesig dieses alte Teil ist. Das stand nämlich früher immer neben meinem alten Fernseher, neben meinem Röhrenfernseher. Und das Ding ist ja mal wirklich winzig und richtig süß. Ist doch wirklich schön verarbeitet, ist halt ganz normales Plastik. Was ich schade finde, dass man hier das Ding nicht reindrücken kann, da wo man die Spiele damals reingemacht hat. Das wäre noch cool gewesen. Und dass die Knöpfe hier nicht funktionieren. Wir haben hier nur den Power-Button, On-Off, einen Reset-Button, eine LED. Dann haben wir hier vorne Fake-Anschlüsse für die Controller. Auf der Rückseite haben wir dann einmal HDMI-Out und einmal Strom nach innen, also DC-In. Auf der Unterseite, dass wir 5 Volt Input brauchen, haben wir hier noch Noppen, damit das Ganze nicht am Tisch rumrutscht. Und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, wirklich originalgetreu. Sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Weiter im Lieferumfang, wie bereits erwähnt, haben wir zwei Controller, die wir hier auch schon so aus der Kiste rausnehmen können. Wenn mich nicht alles täuscht, kommt mir das so vor, als wenn das Originalgröße ist. Kann ja mal einer nachgucken, der noch zu Hause einen Super Nintendo hat. Aber ich bin der Meinung, das ist die Originalgröße, den es auch damals beim Original gab. Denn das Ding ist schon ziemlich groß. Im Vergleich zur Konsole ist das Ding riesig. Also ich bin der Meinung, das ist die Originalgröße. So, was mich jetzt allerdings interessiert, wie schließe ich das Ding denn an? Wir haben hier so einen Anschluss, aber wir haben hier keinen Anschluss, um das Ding reinzustecken. Da bin ich ja mal gespannt, wie das funktionieren soll.
Ich habe gerade verzweifelt gesucht, wo ich denn die Kontrolle anschließen soll, da wir hier einfach keinen Platz haben und keinen Stecker haben, um den Controller anzuschließen. Ich habe jetzt schon gedacht, ich muss mir irgendwie einen Adapter kaufen oder so, bis ich hier einen kleinen Schlitz gesehen habe. Und diesen Schlitz, da könnt ihr mit dem Fingernagel rein und dann könnt ihr hier eine wunderschöne Klappe öffnen. Und dann sind hier die Anschlüsse versteckt. Das ist doch mal ziemlich, ziemlich cool gelöst. Wenn ihr das Ding nicht benutzt, einfach wieder reinschieben. Das Ding sieht aus wie das originale System von früher. Und wenn ihr das Ganze benutzen wollt, nehmt einfach hier die Klappe auf, steckt den Controller rein und könnt losspielen. Was mich jetzt noch interessieren würde, beim NES Classic System damals war der Controller richtig ultra kurz, dass du wirklich einen Meter vorm Fernseher sitzen musstest, um überhaupt was spielen zu können. Aber hier, ja, also ich muss sagen, das Kabel ist wirklich ausreichend lang, dass man vielleicht so, ja, knapp 2 Meter kann man schon vom Fernseher wegsitzen. Was ich wirklich sehr, sehr cool finde, dass wir eben zwei Controller gleich mit dabei haben und gleich mit zwei Leuten zocken können. Denn es sind wirklich sehr, sehr viele Spieleklassiker dabei, die man damals einfach schon in der Kindheit gespielt hat. Ich zumindest. So, weiter im Lieferumfang haben wir hier einmal noch ein USB-Kabel, um das Ganze natürlich zu betreiben. Das Ganze geht hier auf Micro-USB und einmal hier einen ganz normalen USB-Anschluss. Das schließt einfach an einem Netzteil an und damit läuft dann die Konsole. Ja, was haben wir hier dann noch? Hier haben wir dann noch ganz unten einmal ein HDMI-Kabel, um das Ganze natürlich sofort an den Fernseher anzuschließen. Ja, ich schließe das Ganze jetzt an, starte das Ganze zum ersten Mal und dann schauen wir uns das Menü an und schauen, wie die Spiele so aussehen. So, dann haben wir hier auch schon die Konsole liegen. Ich schließe als erstes mal den Controller hier an. Auf der 1 natürlich, denn ich bin Player 1. Dann auf der Rückseite habe ich das HDMI schon eingesteckt und dann nehmen wir das Micro-USB-Kabel für den Strom. So, dann würde ich mal sagen, machen wir das Ding mal an und nehmen den Controller. Dann sehen wir auch schon eine rote Lampe auf der Konsole. Und der Fernseher macht dann auch was. Hier haben wir dann die Sprachauswahl. Ich nehme natürlich Deutsch. Und dann haben wir hier auch schon das Spieleinterface. Dann können wir hier wunderbar durchswitchen. Unten sehen wir dann, wo wir gerade sind bei den Spielen. Oben sehen wir dann auch schon den Spieltitel, das Bild von dem Spiel. Und dort unten rechts sehen wir dann, mit wie vielen Spielern wir das Ganze spielen können. Zwei Spieler, ein Spieler und so weiter. So, oben können wir dann nochmal die Darstellung ändern. Können wir 4 zu 3 machen. Originalauflösung oder CRT-Filter. Ich würde sagen, wir bleiben bei 4 zu 3 und wir können uns hier einen Rahmen aussuchen, der außenrum angezeigt werden soll, da das Bild ja eben nicht Vollbild ist bei den Fernsehern heutzutage. So, dann haben wir das schon mal gemacht. Dann haben wir noch Einstellungen. Dann können wir noch ein paar Sachen einstellen. Die Sprache können wir noch mal ändern und dann haben wir noch mal ein paar Hinweise. So, ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal ein Spiel und gucken, wie das so läuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Controller fühlt sich wirklich an wie das Original. Von der Größe her liegt wirklich wunderbar in der Hand. Lässt sich genauso bedienen wie der Originale. Ich bin der Meinung, das ist einfach der Originale. So, jetzt spielen wir mal Street Fighter und gucken, was da so geht, ob das Spaß macht, ob die Konsole was leistet. Gewonnen! So, um aus dem Spiel wieder rauszukommen, müssen wir einfach die Reset-Taste auf der Konsole drücken. Dann sind wir auch schon wieder im Menü. Und können dann hier natürlich auch auswählen, was wir spielen wollen. Und ich finde, das Ganze ist wirklich sehr, sehr cool aufgebaut, wie natürlich das NES-System, nur mit cooleren Spielen, wie ich finde.
Ja, Freunde, das war's dann auch schon mit dem Unboxing, Hands-on und meinem ersten Eindruck und Ausprobieren der neuen Super Nintendo Classic Mini-Konsole. Jetzt interessiert mich natürlich, was war eure erste Konsole in eurem Leben und würdet ihr euch die Super Nintendo Classic Mini kaufen? Wenn ja, schreibt mir doch auch nochmal gerne in die Kommentare, welches Spiel ihr als erstes spielen würdet. Ich habe in der Beschreibung nochmal alle Spiele, die da installiert sind, aufgeschrieben. Könnt ihr ja mal durchgucken, vielleicht ist ja was für euch dabei. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Für weitere coole Videos könnt ihr gerne auf Abonnieren klicken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!